Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shantae. Wir machen uns direkt mal wieder auf die Socken, denn wir wollen noch ein paar Sachen sammeln und so wie es aussieht, könnten wir in dieser Folge den letzten Herzcontainer finden und ein Glühwürmchen und halt noch Warp Squids. Zumindest habe ich das für diesen Part geplant und mal schauen, wie weit wir kommen. Ich muss nach Watertown, also runter, hoch, rechts, links, BA. Das sollte eigentlich machbar sein. Also runter, hoch, falls ich den Tanz jetzt nicht wieder mitten beim Tanzen vergesse, aber das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Jawohl! Teleportation, woo! Ich gehe erstmal nach Watertown rein, denn wir müssen ja sowieso warten, bis es Nacht wird. Und ich würde gerne einmal baden gehen, um mir meine Lebensenergie wieder aufzufüllen. Ja, denn 4 Herzen mehr oder weniger können schon einen Unterschied machen. Ihr kennt ja meinen Spielstil mittlerweile. Ich kann jede Lebensenergie brauchen, die ich kriegen kann. Blablabla, lass mich in Ruhe. Ich will nicht mit dir reden, du Karate-Kid-Typi. Keine Ahnung. Der erinnert mich an irgendein Karate-Spiel, aber ich weiß nicht mehr welches. Auf dem NES, glaube ich. Nein, keine Ahnung. Fällt mir nicht ein. Ich will sowieso jetzt nicht Karate spielen. Ich möchte jetzt Shantae spielen und mir Sachen holen und... Lass mich in Ruhe, du Tomate. Bin ich hier überhaupt... Moment. Ich wollte doch gar nicht nach Watertown. Ich wollte nach Oasis Town. Fällt mir gerade auf. Ich bin hier ganz falsch. Habe ich da einen Teleport hin? Ja, runter, hoch, rechts, rechts, BA. Also nur ein unterschiedlich zum vorherigen. Na gut, das lässt sich einrichten. So, runter, hoch, rechts, rechts, B und A. Wunderbar. So, das dürfte jetzt die richtige Stadt sein. Ich habe mich schon gewundert, so, hä, Regen? In der Wüste? Da ist irgendwas falsch. Ach, wisst ihr was, ich gehe mich nochmal heilen, wenn ich schon mal hier bin, ne? Mit dem schönen Walfisch oben drauf, ja, der goldene Wal. Und, oh, ja, geh einfach weiter, kümmere dich nicht um diese Person, die dort am Tresen steht. Tut mir leid, ich habe nichts gegen dich, aber du bist nicht besonders hübsch anzusehen. Also, ich muss weg. Wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder. Nein, ich hoffe nicht. Das ist böse, oder? Egal. Ich gehe jetzt erstmal was suchen. Und zwar, ich so Ärger in der Wüste mit komischen Typen. Ja toll, und ich laufe natürlich direkt rein. Ist klar, Shantae. Komm hier, dagegen hat mir doch die Attacke. Einmal aufladen und bam, kaputt. Und einmal aufladen und bam, kaputt. Eine Skorpionendame, die wollen wir auch töten. Moment. Ja, das geht gut. Ich bin mal sehr gespannt, wie stark das letzte ist. Ich glaube, das Tiara müssen wir noch holen. Das kostet leider 900 Edelsteine, wenn ich mich richtig erinnere. Aber, na toll, Feuerball aktiviert. Wollte ich gar nicht, aber gut. Zu spät. Der ist sehr effektiv. Ich habe noch sehr viele davon, das ist gut. 36, also, oh, nicht schlecht. Warum aktivierst du einen Feuerball? Ich habe nur B gedrückt. Naja. Whatever. I don't really care. Ich will eigentlich nur hier durch. Möglichst den Tag irgendwie rumkriegen, denn es soll Nacht werden. Und hier in dem Gebiet haben wir sowieso nichts, was ich holen haben möchte. Ich möchte eigentlich erst ins nächste Gebiet. Und da kriegen wir dann direkt, wenn wir in das Gebiet kommen, ein Glühwürmchen. Zumindest wenn es Nacht wäre. Und das möchte ich doch gerne haben. Stirb! Nee. Was geht ab? Ich habe erst ein halbes Herz verloren. Hatte ich nicht noch mehr verloren oder habe ich zwischendurch Lebensenergie gefunden? Das kann irgendwie nicht stimmen, oder? Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ach komm, dich mache ich auch noch fertig. Ich habe ja Zeit. Ein bisschen Tag irgendwie rumkriegen, wie gesagt. Ah, oh, perfekt. Guckt euch das mal an. So, ich hoffe, ich finde das jetzt auch auf Anhieb. Das müsste aber nicht weit von der Leiter entfernt sein auf der anderen Seite. Von daher sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Boah, was ist denn heute los mit mir? Ich bin auf einmal so gut in Kämpfen. Haha. Das hätte ich mir mal lieber für den letzten Part aufheben sollen, wenn ich dann gegen Risky Boots antreten muss. So, mein netter Zettel sagt mir hier, dass hier irgendwo im Naga Wasteland, da sind wir gerade nicht in die Stacheln, Shantae, bist du denn vollkommen blöd. Meine Güte. Okay, ich lasse die Taste nicht gedrückt, aus Versehen. Wir müssen hinter diese Leiter. Und dann finden wir da irgendwo was, wo wir mit der Spinne hochklettern können. Ah, das sieht gut aus. Da hoch, genau, da hoch.
Und von da aus müssen wir dann irgendwo noch den Affen benutzen und dann finden wir da so ein nettes kleines Glühwürmchen. Da oben müsste das sein, wo die komische Schnecke da lang gekrochen ist oder was auch immer das war. Das muss ich mir genauer ansehen. Was war das für ein Geräusch? Das klang nicht... Das, oh nein, ein Nager ist das. Glühwürmchen! Yay, und du triffst mich nicht. Ja, genau. I can check my total on the subscreen. So, jetzt warte ich erst, bis du schießt, genau. Oh, die trifft mich hier hinter, ne? Ja, natürlich trifft sie mich dahinter. Komm, verwandle dich in eine Harpier. Verwandelt nur... Nein, verwandle dich nicht. Wir machen das anders. Wir machen das jetzt auf die brutale Weise. Komm her, stirb! Stirb! Du musst sterben! Du... Ah, Nager! Pass mich... Nein! Habe ich gerade gesagt, dass ich heute gut kämpfe? Lasst mich das nochmal wiederholen. Nein, ich kämpfe nicht gut. Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde mich einfach in die Harpie verwandeln und hier wegfliegen, denn hier in Naga Wasteland brauche ich eh nichts mehr. Toll, ich hätte auch einfach hochfliegen können. Nein, whatever. Nein! Boah, habt ihr gesehen, wie mich das verfolgt hat? Mistding. So, aber hier oben müsste theoretisch was sein. Wenn ich hier hochfliege, müsste ich da den letzten Herzcontainer finden, falls mich der Walkthrough nicht verarscht. Und apropos verarschender Walkthrough? Irgendwo. Teufelchen, das ist aber nicht das, was ich haben wollte. Ah, hallo, hallo, hallo. Was sehen meine Augen da? Ein Herzholder. Bla, bla, bla. Wir haben volle Herzzahl. Yay, yay, yay. Wunderbar. Einer umgedrehten fliegenden Pyramide. Hm? Cool. Aber wie soll man sowas finden? Hm, naja, egal. So, dann haben wir auch alles, was wir eigentlich heute hätten finden können. Aua. Deswegen machen wir uns jetzt auf zur Golem-Mine. Zur Golem... Oh, das ist ja noch so ein fliegende... Wir sind ja noch eigene Bombardierkäfer. Hilfe! Lasst mich in Ruhe. Wahrscheinlich ist hier sonst nichts mehr. Also zumindest stand nichts in dem Walkthrough. Und apropos Walkthrough. Ich habe mich ja im letzten Dungeon echt zum Affen gemacht, weil ich versucht habe, die Warp-Squids zu finden. Und ich habe ja erst den Walkthrough beschuldigt, dass er mir Blödsinn erzählt. Ich habe jetzt nur leider festgestellt, dass ich anscheinend so ein kleines bisschen in der Zeile verrutscht bin. Und anscheinend die letzten beiden Beschreibungen für die Golem-Mine waren, nicht für die Dribble Fountain. Deswegen war es kein Wunder, dass ich da nichts gefunden habe. Also von wegen Spikes und Elevator Room. Ja, das ist in diesem Dungeon, nicht im letzten. Aber immerhin kann ich jetzt behaupten, dass ich die ganzen Warp-Skits im ersten Dungeon alle alleine gefunden habe. Ja, darauf habe ich jetzt aber hier keine Lust. Das wird so schon lang genug dauern. Gib mir Herzen. Gib mir Herzen. Dankeschön. Ja, ich traue den nicht ganz richtig. Okay. Ich habe vergessen, wie es hier drin... Wow. Na warte. Komm her. Komm her. Komm her. Kommst du her? Ich kann warten. Bam. Was? Es hat gar keinen Schaden gemacht? Na gut, dann whatever. So. In the room of the left side of the first floor, beyond the spikes of the elevator room. Ja, da ist der Elevator Room wieder und... Du lässt mich in Ruhe, du komischer Krebs. Aber die habe ich wahrscheinlich schon. Es ist hier auf jeden Fall ein... Oh, eine Vase. Die möchte ich haben. Dann kann ich weiterreden. Es gibt hier auf jeden Fall... Herzen. Es gibt hier auf jeden Fall einen Warp-Skit, den man nur mit der Harpie bekommt. Und zwar in dem Raum, wo man die Stacheln in die Lava fallen... Oh, da hat man noch eine große Vase. In die Lava fallen lässt, um weiterzukommen. Da musste ich mit dem Elefanten irgendwo gegenrammen, falls ihr euch erinnert. Und dann sind die Spikes, die Stacheln... in die Lava gefallen und ich konnte dann schön rüberlaufen. Ja. Und damit bin ich weitergekommen. Da müssen wir hin und da ist irgendwo... Ah, hier sind auch noch Spikes. Interessant. Dann wollte ich direkt mal dahinter gucken. Vielleicht finden wir den ersten Warp-Squid schon. Weil es sind zwei... Nein, das war der falsche Tanz. Es sind zwei, die wir hier drin finden. Und wenn ich den ersten schon jetzt finde, dann... Yippie-yay-yay. So. War ich hier noch nicht drin? Dass das zu ist. Das ist irgendwie seltsam. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Oh, was ist das? Ich möchte lieber die Harpienform haben. Was bist du denn? Nee, ich war doch hier schon mal drin, oder? Hä? Doch, bestimmt war hier oben der Warp-Skit drin. Genau, dann habe ich den schon. Okay.
Und was mache ich jetzt mit dir? Toll. Der war irgendwie einfach. Na gut, dann, ja. Das war dann das mit dem ersten Raum, wo die Spikes drin waren, wo wir die zerstören sollten, um dann da durchzugehen und dahinter der Warpscript sein sollte. Und wo ich mich im ersten Dungeon so gefragt habe, hä? Aber nun gut. Dann haben wir das schon mal abgehakt. Da ist auf jeden Fall keiner mehr. Aber, ah, du blöder Krebs, du. Deine Mutter war ein Stein. Ja, du, jetzt habe ich dir gegeben. Das sieht irgendwie aus wie ein Aufzug. Findet ihr nicht? Ja, das ist eindeutig ein Aufzug. Gut, dann steht doch hier in the elevator room between the bottom floor and the... Was? And the... Irgendwie habe ich dein Wort vergessen. Bla, bla, bla. Da sollte ein Fensterpaar irgendwo sein. Ich hoffe, das war nicht das da oben oder das hier oder... Okay, sowieso beim untersten und dem da drüber. Genau, hier. Hier soll der Warpscript angeblich sein. Warum zur Hölle habe ich diesen Warpscript nicht eingesammelt? Das ist doch so offensichtlich, dass hier einer ist. Okay, das ist irgendwie peinlich. Warum? Okay, wahrscheinlich habe ich es links versucht und da kam ich nicht weiter und habe es dann rechts erst gar nicht versucht. Okay, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich hatte den schon vorher, also bla bla, so. Ich muss jetzt aber immer noch den Raum finden, wo ich über die Lava musste. Und das ich meine, das ist ja irgendwo links gewesen. Ah, das war ja der Dungeon mit den Magneten. Ah, cool. Gefällt mir. Gefällt mir doch sehr. Ja, das war dieser Raum hier. Da musste ich gegenrammen und dann kam ich da drüber. Aber diesmal nehme ich die Harpie, denn damit kam ich da wesentlich besser drüber, als wenn ich über die Lava springen muss. Ich sehe schon, wie ich da reinfalle. So, und hier können wir nur mit der Harpie hoch. Ah. Okay. Okay, das ging jetzt wesentlich schneller als im letzten Dungeon. Was irgendwie schade ist, weil ich mag die Dungeons, ich bin da gerne. Es ist schön, hier rumzuflattern und rumzulaufen und Gegner zu töten und Sachen zu finden. Und es ist dann allgemein ein ziemlich kurzer Part jetzt, ne? Blau oder rot? Rot. Ja, ich meine, ein Feuerharp hier. Ich glaube, Aufzug ist schneller, oder? Ja, es ist wesentlich schneller. Okay, ja, dann, ne? Würde ich mal sagen, das war's für diesen Part, weil ich habe mir jetzt noch nichts rausgesucht, was wir noch finden können. Es ist halt ein bisschen kürzerer Part, aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Mal irgendwie so 15-Minuten-Parts, 10 bis 15-Minuten-Parts. Oder ist das schon wieder länger, als ich jetzt annehme? Na, egal. Wie auch immer. Stirb! Nein, nicht du, Shantae. Das Vieh soll sterben. Ja, komm raus. Komm aus deinem Bau. Komm her. Ah, stirb. Ah, ich liebe die Harpie. Die ist so schön stark. Das macht Spaß. Kann ich eigentlich mit dem Roten dann auch draußen rumlaufen? Oder geht das weg, wenn ich hier so rausgehe? Stirb! Da ist doch bestimmt noch einer, oder? Garantiert. Komm her. Komm her. Oder auch nicht. Na gut, dann eben nicht. Dann war's das jetzt. Oh, ich bin wieder normalfarben. Flieg, Shantae, sei frei. Ja, wie ein Vogel. Okay, cool. Dann hat das ja schon mal ziemlich gut geklappt. Meine Play... Oh, 6 Warp Squids. Cool. Das heißt, ich brauche jetzt noch... das Einzige, was übrig ist, sind Glühwürmchen. Ich glaube, es gibt insgesamt 12 oder so. Also noch 5 Glühwürmchen und 2 Warp Squids aus dem dritten Dungeon. Und ansonsten haben wir jetzt alles. Ja, okay, gut. Und das Spider-Venom. Also das Totem von der Spinne. Das brauchen wir auch noch. Das Item, mit dem wir angreifen können. Ansonsten, das werden wir alles im nächsten Part holen, hoffe ich. Und dann kommt das große Finale. Also ich gebe mir jetzt vielleicht noch 2, 3 Parts. Dann ist dieses Spiel auch beendet. Und ja, dann kann ich mich anderen Projekten zuwenden. Was nicht bedeuten soll, dass dieses Spiel schlecht ist. Ich muss es noch wiederholen. Ich mag das Spiel, bloß ich möchte es halt nur so langsam beenden, weil es schon so lange läuft. Deswegen, ich speichere nochmal. Und dann wird das direkt gerendert und hochgeladen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich werde wahrscheinlich, das habe ich mir gerade gedacht, offscreen Edelsteine sammeln in dem Minispiel mit den Geckos, weil das ist jetzt nicht besonders spektakulär zuzusehen, bis ich die 900 habe. Und ich werde die Zombie-Stadt suchen, denn das ist ja immer zufällig, wo sie auftaucht und sie wechselt ja jeden Tag ihre Position. Das heißt, es kann eine kleine Ewigkeit dauern, bis ich sie gefunden habe.
Ich brauche sie eigentlich nicht, aber da gibt es gute, günstige Items. Und ich möchte einfach die Warp-Skills da einsetzen. Ich möchte einfach wirklich alles haben. Ne? Also 100%. Das wäre irgendwie ziemlich cool. Deswegen werde ich das so machen. Das heißt, nicht wundern, wenn ich das nächste Mal ein bisschen mehr Geld habe und ein bisschen woanders bin. Ich werde mir das Tiara dann on-screen kaufen, also keine Sorge. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie die Attacke wird. Ja, wie auch immer, ich denke, ich habe genug gelabert. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin der Superfax und ja, ciao, ne?